Es ist 9.10 Uhr. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC St. Pauli vor dem Auswärtsspiel am 7. August, am Sonntag um 13.30 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern mit Cheftrainer Timo Schulz. Ich würde die Pressekonferenz einleiten mit einer Frage und dann an euch übergeben, an Sie übergeben. Timo, genau, am Wochenende steht bei den Roten Teufeln das Auswärtsspiel an. Eine höllisch heiße Trainingswoche liegt hinter euch. Wie ist personell die Lage? Ja, guten Morgen erstmal. Personelles Update ist relativ kurz. Amanido und Nemeth haben mehr oder weniger ganz am Training teilgenommen. Smith und Medic haben am Dienstag einmal ausgesetzt. Da hoffe ich, dass die heute dann auch wieder voll im Training dabei sind. Das werden wir dann aber erst am Nachmittag sehen und dementsprechend dann auch entscheiden können, inwiefern das bei den vier Spielern zum Wochenende hin Sinn macht oder nicht. Frank hatte sich ja zuerst gemeldet. Danach Carsten. Wie sieht es bei Janis Wiekow aus? Den haben wir, glaube ich, zwei Tage jetzt vermisst. Was ist mit ihm? Hat sich pünktlich zu seinem Geburtstag eine kleine krankheitsbedingte Auszeit genommen. Auch da gehe ich eigentlich davon aus, dass er entweder heute oder spätestens Anfang nächster Woche wieder zur Verfügung steht. Carsten hatte sich gemeldet. Schule, du warst nach dem Spiel in Strahlen sehr unzufrieden mit deiner Mannschaft, durchaus zu Recht. Inwiefern hat sich diese Unzufriedenheit verfestigt bei der Analyse des Spiels und inwiefern wird sich das in der Startaufstellung niederschlagen? Ja gut, man ist dann ja in so einem Spiel auch emotional dabei und ich glaube, dass wir uns das auch anders vorgestellt haben vom gesamten Auftritt her. Letztendlich muss man sagen, habe ich mal in der Kicker-App durchgeguckt, welche Mannschaft mehr als 29 Torschüsse hatte, das waren nicht so viele. Von daher war da auch nicht alles schlecht in Strahlen, aber wir haben schon einfach auch in der Umschaltbewegung nach hinten haben wir einfach zu viel liegen lassen, haben ihnen zu viele Möglichkeiten gegeben. Deswegen ist es dann am Ende auch so ein enger Pokalfight geworden. Wir sind in der zweiten Runde, das ist das Positive. Wir haben ganz viele Sachen gesehen, die wir besser machen müssen, ja, vor allem jetzt am Wochenende in Kaiserslautern, wenn wir da bestehen wollen, die auch ein sehr gutes Umschaltspiel haben. Und das waren so für uns eigentlich die Haupterkenntnisse aus dem Spiel heraus, neben ja einfach dem Wissen, das wissen wir aber nicht erst seit Strahlen, sondern das ist uns auch letztes Jahr schon ein paar Mal vor die Füße gefallen, dass wir einfach alle am Anschlag sein müssen. Wir sind eine Mannschaft, die in der Woche viel investieren muss im Training. Wir sind eine Mannschaft, die am Wochenende viel investieren muss im läuferischen Bereich, im kämpferischen Bereich. Wenn wir da nicht am Anschlag sind, dann bekommen wir Probleme. Und das ist uns am Wochenende wieder vor Augen geführt worden. Und inwiefern sich das auf die Aufstellung niederschlägt, das werden wir jetzt auch die nächsten beiden Tage sehen. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass wir noch auch vier Personalien haben, die noch nicht ganz klar sind für Sonntag. Da würde natürlich dann auch einiges sich verändern. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir mehr oder weniger wieder alle zur Verfügung haben werden und dementsprechend dann auch gut gerüstet da am Betzenberg auflaufen können. Kannst du noch mal kurz skizzieren, wie waren denn so diese Gespräche? Du hattest ja angekündigt, ihr wollt zwei Tage intensiv sprechen. Wie ist es abgelaufen? Ja, das ist natürlich auf der einen Seite ganz normal eine Mannschaftsanalyse, die wir dann häufig auch untermalt mit Bildern machen, natürlich, das gehört dazu. Und dann aber auch eben Einzelgespräche mit den Spielern, wo man vielleicht was gesehen hat, wo man sich noch mehr wünscht, wie man vielleicht auch gemeinsam irgendwie für solche Situationen dann Lösungen erarbeiten kann. Also von daher ist das eigentlich von allem was dabei gewesen. Aber der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Auch heute und morgen werden wir natürlich auf der einen Seite immer noch zurückblicken und auf der anderen Seite aber ja vor allem den Fokus dann noch auf Kaiserslautern legen. Und bin mir sicher, dass wir da wieder eine bessere Leistung abliefern. Aber wie gesagt, in Strahlen oder gegen Strahlen war jetzt auch nicht alles schlecht. Ne? Glaube ich, wenn wir in der ersten Viertelstunde zwei, drei Tore machen und das wäre locker drin gewesen, dann wäre das Spiel auch wesentlich klarer abgelaufen. Aber das haben wir eben nicht gemacht und dementsprechend mussten wir bis zum Ende zittern. Dieser Kontakt zwischen Stuttgart und Jakob hat letzte Woche dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Du wirst das alles schon länger wissen, nehme ich mal an. Ist da ein spezieller Dialog mit Jakob notwendig? Wie hast du das so wahrgenommen, wie er mit der ganzen Geschichte umgeht? Ja gut, ich meine, er hat gegen Strahlen zwei Tore geschossen. Das ist natürlich immer das Beste für uns als Mannschaft. Ansonsten konzentriere ich mich eigentlich als Trainer darauf, also bei Jakob, aber auch bei allen anderen, mit den Jungs gut zu trainieren, sie gut vorzubereiten auf die nächsten Spiele. Da sind dann solche Themen eher nebensächlich. Das ist nicht so mein Gebiet. Da ist dann eher Andreas gefragt. Sonst kann ich nur sagen, dass er sich im Training reinhaut und
wie jeder, glaube ich, auch am Wochenende gesehen hat, auch eine gute Leistung auf den Platz bringt. Ups, Michael nochmal. Eine zweite Personalie, die so ein bisschen hochgekommen ist, auch, du hast den Kicker ja erwähnt mit der Kicker-App, aber auch mit dem Kicker-Artikel. Wie siehst du die Situation mit Dennis Marsch? Habt ihr noch jetzt konkret vor, neuen Torwart zu holen oder wartest du ab? Wartet ihr ab? Ich glaube, wir haben relativ zeitnah zu der Verletzung von Nico kommuniziert, dass wir uns natürlich jetzt Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Das ist letztendlich für einen Torwart ein gebrochener Finger, das ist nicht ganz so gut. Da kann man dann auch nicht immer so hundertprozentig voraussagen, wie geht die Heilung voran, wann steht er uns wieder zur Verfügung. Speziell dann auch noch mit der Konstellation, dass die Hinserie schon Anfang November zu Ende ist, haben uns eigentlich seit dem Tag Gedanken gemacht, ob und wie wir unser Torwart-Team erweitern. Und das ist bis heute ist das so, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen und da wollen wir auch nichts ausschließen, aber da werden wir auch nichts überstürzen. Vielleicht aber nochmal die Anschlussfrage, was für ein Profil sucht er denn? Sucht er jetzt einen jungen Torwart, einen erfahrenen Torwart, einer, der in den Konkurrenzkampf mit Smarsch denn geht? Wie ist da die Lage? Habe ich ja gesagt. Ne? Also wir haben natürlich dann irgendwann auch mit Nico einen Rückkehrer hoffentlich, der wieder voll einsatzfähig ist. Von daher ist die Situation nicht ganz so einfach. Also wir sind da in allen Richtungen irgendwo unterwegs, aber jetzt auch nichts, dass wir sagen, wir müssen unbedingt oder es muss unbedingt das Profil sein, sondern sind da eigentlich relativ offen und auch da sage ich jetzt ganz klar, ich bin Trainer der Mannschaft und trainiere die Jungs und sehe zu, dass sie am Wochenende funktionieren. Und da ist mein Fokus mit, glaube ich, gut ausgelastet. Du hattest vor dem Hannover-Spiel gesagt, dass euch Lautern aus die Analyse aus dem Lautern-Hannover-Spiel, dass euch Lautern Lösungen aufgezeigt hätte für Hannover, wie man Hannover bespielen könne. Ist es umgekehrt? Ist da auch was für euch bei rumgekommen, wie man in Lautern am besten zu Werke geht? Ja klar, bietet sich an. Hannover spielt ähnlich wie wir und wir spielen jetzt in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Von daher natürlich nimmt man das Spiel wieder heran und guckt sich einige Abläufe an. Ich denke, man weiß auch, ohne dass man sich so viel auf dem Video anguckt, was einen da erwartet. Vor allem von der Intensität her wird das ein extremes Spiel vor hoffentlich einer tollen Kulisse von vielleicht 40.000 Zuschauern. Von daher müssen wir unsere Jungs da sowohl taktisch als auch mental top drauf einstellen. Aber dafür haben wir noch 2 Tage Zeit und ich denke mal, die Mannschaft, so wie ich, wir freuen uns darauf, endlich wieder dort spielen zu dürfen. Ist immer was Besonderes, da hochzufahren und wir gehen das Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Wir sind gut drauf, wir sind gut in die Saison reingekommen und ein Dreier auf dem Betzenberg, das wäre schon gut. Eine Frage von Rockantenne Hamburg da hinten. Moin. Trotz der Unzufriedenheit über die Gegentore ist die Pflichtspielbilanz unterm Strich ja doch im grünen Bereich. Wie gehst du da jetzt an deine Mannschaft ran in der Kommunikation oder jetzt in der Vorbereitung? Willst du eher, dass hinten die Null steht oder, salopp gesagt, scheißegal, Hauptsache ihr habt ein Tor mehr als die anderen? Nee, also im Gegensatz zu den ersten beiden Ligaspielen, wo ich mit der Defensivleistung eigentlich grundlegend zufrieden war, hat uns das gegen Strahlen nicht gefallen. Und natürlich haben wir da auch dann jetzt den Hebel angesetzt, weil wir auch in Kaiserslautern eine Mannschaft erwarten, die vielleicht eher kompakt steht, eher über Balleroberung ins Spiel kommen möchte. Und da müssen wir uns schon besser absichern. Und das wird ein Hauptaugenmerk in der Spielvorbereitung sein. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man wenig Gegentore reinbekommt, dass man das Spiel gewinnt, ist deutlich höher, als wenn man mehrere reinbekommt. Von daher wollen wir schon zusehen, dass wir da wesentlich kompakter und vielleicht sogar auch einen Tick defensiver herangehen. Noch eine Frage vom Abendblatt hier. Schulle, wie sieht deine persönliche Betzenberg-Erfahrung aus? Ich glaube, in der Bundesliga-Saison hast du da nicht gespielt, wenn ich das richtig sehe. Aber als Co-Trainer müsstest du einige Mal da gewesen sein. Ja, ohne dass ich es jetzt wirklich nachgeguckt habe, müsste es bunt gemischt sein. Also ich glaube, wir haben mal 4-1 gewonnen. Wir haben aber auch mal eine Klatsche bekommen. Also ja, es sind immer tolle Spiele auf dem Betzenberg. Es geht immer hoch und runter. Ich gehe auch am Wochenende davon aus, dass das 2 Mannschaften sind, die mit offenem Visier agieren. Die Heimmannschaft sowieso wird nach vorne getrieben. Wir sind eine Mannschaft, die will immer nach vorne spielen. Also ich hoffe, die Zuschauer können sich auf ein schönes Spiel freuen und hoffentlich auch auf einen schönen Auswärtssieg. Colin, dort ist noch eine Frage. Okay.
Ist es eigentlich für euch ein Vorteil jetzt, wenn ihr in so ein Stadion geht, wo immer Alarm ist, dass ihr eine Mannschaft seid, die das gewohnt ist und die das nicht schockt, im Gegensatz zu vielleicht Vereinen, die regelmäßig vor deutlich kleineren Kulissen spielen und für die das vielleicht irgendwie eine ungewohnte Atmosphäre ist? Ja, kann sein, will ich gar nicht ausschließen. Ich würde aber behaupten, dass es tatsächlich sogar eher individuell ist. Also es gibt, glaube ich, Spieler, die können sich an so eine Atmosphäre hochziehen und freuen sich vielleicht sogar auch darüber, wenn sie ausgepfiffen werden und können da Energie rausziehen. Und andere, die müssen dann vielleicht erstmal sich dran gewöhnen oder brauchen dann ein, zwei gute Aktionen, um ins Spiel reinzukommen. Also klar, als Mannschaft hast du dann vielleicht den Vorteil, dass du diesen Geräuschpegel gewohnt bist. Individuell, denke ich mal, muss jeder da für sich mit klarkommen. Und ich glaube, aber ein Großteil meiner Mannschaft freut sich auf die Atmosphäre und vielleicht der ein oder andere, der dann da ein bisschen Probleme mit hat, der muss dann von dem Rest der Truppe mitgetragen werden. Ach ja, ich glaube gerade so die älteren Spieler wie Jackson Irvine oder so, der ist das, glaube ich, schon gewohnt, wenn da in England vielleicht auch mal ein bisschen noch engeres Stadion ist, noch extremere Atmosphäre ist. Wie gesagt, das ist etwas, wenn man sich darauf gut vorbereitet, dann kann einem das auch positive Energie versetzen. Oh, nochmal zwei, ja. Noch eine Nachfrage. Machen wir uns weiter. Wir haben eben so ein bisschen über das Viererpaket gesprochen, wo du gesagt hast, da sind noch Fragezeichen. Die sind ja wahrscheinlich nicht alle auf dem gleichen Stand. Bei wem würdest du dann sagen, sind die Chancen irgendwie vielleicht ein bisschen besser? Also ich fand, am Mittwoch hat Etienne Aminido sehr gut ausgesehen, oder? Ja, wenn Eti anzieht, dann sieht das immer gut aus. Der hat tatsächlich einen sehr spritzigen Eindruck gemacht. Haben sie in der Reha wirklich gut gearbeitet. Ich habe eigentlich die leise Hoffnung, dass es bei allen Vieren geht, also bei denen, die jetzt dauerhaft im Training waren, vielleicht auch von Anfang an, bei den anderen beiden dann vielleicht eher für die Bank, aber das sind dann so Themen, die werden wir tatsächlich in den nächsten zwei Tagen ganz in Ruhe besprechen. Bei Eti und David ist es dann eben auch so, dass sie ein paar Wochen raus waren, also inwiefern macht das Sinn, die vielleicht für ein paar Minuten mitzunehmen, während Eric und Jakob natürlich, wenn sie fit sind, auch für die Startelf eingeplant sind. Mal noch eine direkt hinterher. B-Team hat uns am Mittwoch gesagt, er war, ich kriege den Wortlaut nicht mehr genau zusammen, aber sagt er war überrascht. Kannst du es dann auch so in dem Schweizerdeutsch sagen? Ja, mögen Schweizer richtig gerne, wenn Deutsche das nachmachen. Ne? Nee, er sagt, er war, nagel mich nicht fest, ein bisschen überrascht oder er hätte sich leichter vorgestellt, die Abstimmung in der Innenverteidigung. Wie viel kann man da im Training machen und wie viel ist tatsächlich am Ende, wo du so eine Abstimmung auch im Spiel auf die Kette kriegen musst? Ja, genau, das ist der große Unterschied. So, das eine ist natürlich immer Training, nochmal eine Videoanalyse, nochmal eine Besprechung, ist irgendwie klar zu machen. Und der andere große Punkt ist dann eben am Wochenende Wettkampf, maximaler Druck, Gegner ist da, Zeit, Geräuschpegel, irgendwo auch natürlich eine ganz andere Anspannung, das dann hinzubekommen. Und da braucht man schon eine gewisse Eingespieltheit, eine gewisse Erfahrung, die einem dann natürlich vielleicht auch gut tut. Und das sind so Prozesse, die während einer Saison dann natürlich immer vorwärts gehen, wo ich jetzt aber eigentlich das Gefühl habe, dass wir auch schon ganz gut dabei sind, eben aufgrund dessen, dass wir eben mit vielen Spielern auch zusammenspielen, die letztes Jahr schon hier waren. Aber klar, für einen neuen Spieler ist es dann natürlich erstmal ein gewisser Anpassungsprozess, den sie dann durchlaufen müssen. Das ist ganz normal. Noch eine Frage von Regionalsport. In Kaiserslautern sprechen Sie davon, dass dort momentan ein typischer Schusterfußball gespielt wird. Kannst du mit diesem Begriff was anfangen und was verbirgt sich dahinter? Ja gut, ich kenne den Kollegen jetzt ja auch schon ein paar Jahre, wie er in Darmstadt zum Beispiel gearbeitet hat, mit sehr viel Energie, sehr viel Power, sehr viel ja, Physis letztendlich auch, einer extremen Kompaktheit. Ich glaube, gerade die Darmstädter haben sich durch, damals auch noch mit Aichach Zulu, durch eine extreme Standardstärke ausgezeichnet. Also ist ein Trainer, der für was steht, das finde ich gut. Ich glaube auch, dass er sehr gut nach Kaiserslautern passt, wenn er da so die Euphorie entfachen kann. Und das ist ihm gelungen, jetzt durch die Relegation und durch die ersten Spiele, haben auch gegen Freiburg im Pokal wirklich eine beeindruckende Leistung gezeigt, hätten da durchaus auch eine Runde weiterkommen können. Ja, wie man immer so schön sagt, das passt und es freut mich für ihn. Und trotzdem freue ich mich auch aufs Spiel und bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Art und Weise Fußball spielen zu wollen und zu können, da auch ganz gut zu passen, auch ganz gut auf den Betzenberg passen und dass wir, ja, wie ich schon gesagt habe, für uns auch den Anspruch haben, da die 3 Punkte mit nach Hause, nach Hamburg zu nehmen. Es gibt noch eine Frage von der Bild-Zeitung. Ja, eigentlich 2 Teile. Vielleicht verrätst du einmal kurz, was denn Smith und Medic haben? Ja, Eric hat leichte Adduktorenprobleme gehabt, hat einen Tag mit dem Training ausgesetzt und Jakob war auch krank.
Wie ich richtig gesehen habe, ist Paccarada der einzige Spieler, der auch Betzenberg-Erfahrung hat. Wirst du ihn mit einbinden, sagst du mal nach dem Motto, dass er auch nochmal der Mannschaft ein bisschen was erzählt, was sie dir erwartet? Ja, wir achten jetzt in der Videoanalyse dann auch schon immer darauf, dass wir dann eben auch Bilder zeigen von den jeweiligen Stadien, dass die Jungs, die dann vielleicht noch nicht auf dem Betzenberg waren oder irgendwo anders in der zweiten Liga, dass sie dann schon mal ein bisschen diese Atmosphäre, das Stadion auch schon mal kennenlernen können. Trotzdem ist das ja, ist manchmal nicht ganz so einfach, weil der Betzenberg ist dann schon auch was Besonderes, wenn man da mit dem Bus reinfährt, da hochfährt und ich glaube auch die Kulisse. Und wie gesagt, ich bin eigentlich eher der Meinung, dass einen sowas beflügeln sollte, aber dass jetzt Paccar der Einzige ist, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Sollen die Jungs sich drauf freuen? Kann Paccar ihnen gerne was erzählen? Hat er denn gewonnen oder verloren? Hast du das auch nachgeguckt? Na, gut. Ja, wenn wir da alle mit einem guten Gefühl wieder wegfahren vom Betzenberg, dann ist doch gut. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Du hast angesprochen, dass der Schuster oftmals Spieler dabei hat, die sehr zweikampfstark sind, körperlich sind, Robustheit haben. Jetzt gab es in Kiel und auch gegen Freiburg Tore nach Standards, worüber er sich sehr geärgert hat. Inwiefern fließt das auch in deine Vorbereitung mit ein? Ja klar, die Standards, also sowohl vom Gegner als auch gegen den Gegner, die guckt man sich natürlich ganz, ganz genau an. Ich bin der Meinung, dass sie eine sehr physisch starke und auch eigentlich große Mannschaft haben, so nach zwei Spieltagen da irgendwie einen Trend rauszunehmen, da tue ich mir immer schwer mit. Ich glaube, gegen Freiburg war es dann auch eher eine Unachtsamkeit, also eine schnell ausgeführte Ecke. Also von daher, das kann immer mal passieren, das gibt es in der Saison, solche Phasen. Ich glaube, entscheidend ist ganz am Ende, wie gut man da durchgekommen ist. Und ich habe jetzt nicht irgendwie Standardsituationen bei ihnen als Schwäche ausgemacht. Also im Gegenteil, ich glaube, dass sie da eigentlich sehr stabil sind. Nochmal Michael Ackermann von der Bild. Wahrscheinlich jetzt die letzte Frage wie immer. Wie ist der Ablauf bis zum Spiel und wie ist dann, sag ich mal, die Rückreise? Ja, wir haben heute und morgen jeweils Mittagstraining und fliegen dann morgen nach dem Training nach Kaiserslautern und dann auch von Kaiserslautern aus wieder zurück. Mit dem Flugzeug oder Bus? Zurück. Wir fliegen mit dem Flugzeug. Airbus, ja. Jetzt hat der Schuster die linke Seite natürlich sehr gelobt. Wie aber die obligatorische letzte Frage haben wir versaut. Die Vorlage konnten die Kollegen nicht liegen lassen. Ja, da hätte ich auch noch mal irgendwas gefragt. Jetzt hat der Schuster die linke Seite natürlich erwähnt und hat gesagt, Mensch, darauf müssen wir uns fokussieren mit Paccar und mit Marcel Hartl. Bei Marcel Hartl finde ich, er spielt gut, aber es gibt auch noch Luft nach oben in gewissen Bereichen. Wie arbeitest du mit ihm gerade speziell so am Torabschluss? Ist das nochmal Gegenstand der Diskussion auch unter der Woche mit ihm? Cello hat selbst die höchsten Ansprüche an sich und natürlich sieht jeder, glaube ich, dass er fast in jedem Spiel bei uns einer ist, der den Stempel aufdrückt. Ne? Und ich glaube, er hat schon für sich auch den Anspruch, dass er dieses Jahr noch ein bisschen torgefährlicher werden möchte und versucht dann auch immer wieder in die torgefährlichen Räume reinzukommen. Und bin mir auch relativ klar, dass er das schaffen wird und auch ohne Tore hat er einen Riesenwert für uns. Und wenn ich jetzt gegnerischer Trainer wäre, würde ich natürlich auch immer gucken, wo hat St. Pauli seine Stärken, seine Schwächen. Es ist offensichtlich, dass wir sehr viel über links eröffnen. So, das ist nicht schwer in der Analyse rauszufinden. Wenn die Gegner sich dann darauf konzentrieren, die rechte Abwehrseite zuzumachen, dann haben wir auf der anderen mehr Platz. Von daher heißt es dann für uns, in die Spielverlagerung zu kommen. Von der Mopo noch eine Frage. Und zwar an dich. Ach. Ja, kannst du uns sagen, wie viele Leute euch begleiten werden? Gestern saß ich im Fanladen, um genau die Info abzufragen, weil wir werden da natürlich einerseits das Kontingent, das ist komplett ausgeschöpft, der Auswärtskarten. Ich weiß es allerdings nicht aus dem Kopf, wie groß das Kontingent genau ist, aber wir werden natürlich zusätzlich, wird es dort auch aus dem Süden eben viele Fans geben. Wir wollen das morgen dann auch am Sonntag über Social Media dann auch eine Schätzung verbreiten, wie groß der Block insgesamt ist. Bei einigen Auswärtsspielen wie Hansa lässt sich das ja mit dem Auswärtskontingent 1:1 ungefähr übersetzen. Bei vielen Auswärtsfans kommen ja erfahrungsgemäß sehr viele Fans auch aus Süddeutschland dazu. Deswegen können wir das noch nicht ganz abschätzen, aber das Auswärtskontingent ist definitiv ausgeschöpft. Okay, keine weiteren Fragen? Vielen Dank. Das kommende Heimspiel ist dann am 14. August gegen Magdeburg. Ihr werdet rechtzeitig eingeladen, natürlich wieder zu der Pressekonferenz und ich hoffe, dass wir uns dann hier alle wieder munter und gut gelaunt sehen. Also, vielen Dank, bis dahin. Tschüss.